Wir beginnen das Qigong-Training wieder mit einer kleinen Klopfmassage und Klopfmeridiane. Die rechte Faust klopft von der Thymusdrüse nach oben und klopft die Arminnenseite nach unten bis zur Handfläche. An der Innenseite verläuft auch der Herzmeridian. Außenseitig klopft nach oben. An der Außenseite verläuft der Partnermeridian, der Dünndarmmeridian. Dann klopf wieder nach oben, klopf innen nach unten bis zur Handfläche, wo sich wichtige Herzpunkte befinden, und an der Außenseite wieder nach oben. Zurück zur Mitte, konzentriere dich kurz auf dein Herz, wechsel dann die Hand und klopf mit der linken Faust nach oben, die rechte Arminnenseite nach unten bis zur Handfläche. Speziell die wichtigen Laogong-Punkte auf der Handfläche nehmen wir hier mit, in der Mitte der Handfläche. Der Herzmeridian geht von der Achsel bis zum kleinen Finger. Und dann an der Außenseite wieder nach oben zum Nacken. Und zurück. Mit beiden Fäusten kurz den Brustkorb abklopfen, tief einatmen. Etwas die Luft anhalten und ausatmen. Dann klopf deinen Kopf mit den Fingerspitzen ab. Über den Scheitel, die Schläfen bis zur Stirn. Und mach dadurch deinen Kopf klarer. Stell dir vor, du bringst Bewegung in deine Gedanken, die sich ja oft um Probleme drehen, die oft an negativen Einstellungen festhängen. Und hier bringst du eine Bewegung auch in den Nacken, in die Schilddrüse. Dann geh nach unten zur Thymusdrüse und zu den Rippenbögen. Klopf dann nach hinten zu den Nieren und nur mit den Handrücken klopfst du den Nieren- und Rückenbereich ab. Klopf dann die Rückseite der Beine nach unten und an der Innenseite nach oben. Du kannst dich erinnern, das sind die Meridiane. Wir haben hinten Niere. Wenn wir die Rückseite nach unten klopfen, Blasenmeridian. Und an der Innenseite, den haben wir schon beim Holzelement kennengelernt, den Lebermeridian. Dann die kleine Balanceübung. Stell dich auf dein rechtes Bein, heb dein linkes Bein und klopf nun die Innen- und Außenseite ab. Mach das 2 bis 3 Mal. Oder solange wie du dein Gleichgewicht halten kannst, und wechsel dann die Seite. Wenn du dir schwer tust mit dem Gleichgewicht, dann kannst du dich auch gerne etwas anlehnen an eine Wand oder du hältst dich etwas fest und klopfst nur mit einer Faust. Das ist auch möglich. Finde immer eine natürliche Möglichkeit, die Übungen auszuführen. Und zum Schluss die Klopfmassage auf den Bauch. Hier speziell die Konzentration etwas auf den Dünndarm. Das ist der Partnermeridian des Herzmeridians. Herz und Dünndarm bilden eine Einheit. Und du kannst dir vorstellen, wie du den Dünndarm da etwas entspannst, indem du sanft auf den Bauch trommelst. Leg die Hände auf den Unterbauch zum Abschluss. Spür kurz nach. Bevor wir mit den Qigong Übungen beginnen. Aber vorher starten wir wieder mit dem Qi-Wecken. Hebe dazu mit dem Einatmen deine Arme nach oben und lass sie sanft wieder nach unten sinken mit dem Ausatmen. Spür, wie eine kraftvolle Energie durch deine Fußsohlen von unten durch deinen Körper einströmt bis in die Fingerspitzen. Und wie du mit dem Ausatmen wieder loslässt. Eine Entspannungswelle von deinen Fingern über die Schultern bis in dein Becken nach unten rollt. Atem und Bewegung sind eins. Und die Arme bleiben weich und offen in den Gelenken. Heb die Arme
und beobachte, wie dein Ellbogen langsam beginnt zu sinken und deine Hände mit nach unten nimmt. Finde deinen eigenen Atemrhythmus, der sich von meinem unterscheiden kann, der auch von der Tagesverfassung abhängig ist. Und wir wiederholen noch einmal die Übungen vom Element Holz, die Leberhocke. Einatmen, heb deine Hände. Und ausatmen, schieb mit den Handflächen nach unten, während du in eine Hocke gehst. Achte dabei darauf, dass dein Rücken gerade bleibt. Und du holst hier die Kraft des Holzelementes nach oben und schiebst alles Verbrauchte, alles Stagnierte aus deinem Körper nach unten. Das Holzelement steht für den Neuanfang im Leben, für den Frühling. Und deshalb beginnen wir auch diese Sequenz wieder mit dem Holzelement. Laden uns mit frischer Kraft auf und lassen etwas von alten Emotionen wie Wut, Zorn oder Frustration mit dem Ausatmen los. Stelle vor, diese Übung erneuert dich emotional und energetisch. Du bringst Bewegung in etwas, möglicherweise Erstarrtes hinein. Lass deine Hände sinken. Und beginne den Regenbogen zu schwenken, indem du die Finger ineinander verschränkst, sie nach oben streckst. Und dann runde deine Arme und schwenk den Regenbogen nach links, in die Mitte und nach rechts. Mit dem Einatmen in die Mitte, mit dem Ausatmen zur Seite. Mit dem Einatmen wieder in die Mitte und mit dem Ausatmen zur Seite. Wenn du den Regenbogen nach rechts schwenkst, beugt dein linkes Bein sich und übernimmt das Gewicht. Und umgekehrt, wenn du nach links den Bogen schwenkst, übernimmt dein rechtes Bein die Arbeit. Ein Bein ist voll, eines leer, wie man das in Qigong bezeichnet. Und dann lass deine Hände wieder nach unten sinken. Entspannt neben deinen Körper und wir starten mit dem Feuerelement. Die erste Übung nennt sich Herz öffnen. Der Name sagt schon etwas über die Vorstellung aus. Du stellst dir vor, du öffnest dein Herz und deinen Brustkorb. Einatmen, heb deine Arme bis auf Schulterhöhe. Ausatmen, öffne. Einatmen, nimm die Arme wieder vor deinen Körper. Und ausatmen, das ist eine Möglichkeit der Atmung. Du kannst aber auch in einem Zweier-Rhythmus statt in einem Vierer-Rhythmus atmen. Ganz einfach, indem du bei der nächsten Wiederholung mit dem Einatmen deine Arme nach oben hebst und sie gleichzeitig öffnest. Einatmen. Einatmen, ausatmen, schließ deine Arme und lass sie wieder sinken. Probier beide Varianten aus und entscheide, welche für dich sich besser anfühlt. Beide sind möglich. Der Oberkörper bleibt während der Übung gerade und du hast wirklich das Gefühl, du machst Raum in deinem Brustkorb. Du öffnest dich auch emotional. Und dann darfst du dich wieder etwas nach
innen ziehen mit deiner Aufmerksamkeit und entspannen. Spür diesen Wechsel zwischen nach oben wachsen und öffnen. Die Knie strecken sich dabei. Und dieser schließenden Bewegung und diesem nach unten sinken, das Beugen der Beine, eine Yang-Bewegung. Du expandierst und dann die Yin-Bewegung dazu. Du konzentrierst dich wieder nach innen. Zurück zur Ausgangsposition und wir machen mit der zweiten Feuerübung weiter mit den Wolkenhänden. Eine wunderschöne Übung, bei der du beginnst, eine schöpfende Bewegung zu machen in Richtung Herzen und dann verteilst du nach außen, öffnest deine Arme zur Seite und lässt sie wieder sinken. Und das Ganze in einem Vierer-Atemrhythmus. Einatmen, Hände vor den Körper, ausatmen, schieb nach vorne. Einatmen, öffne die Arme zur Seite und lass sie wieder sinken. Stell dir nun vor, wie du Bewegung in deinen Brustkorb bringst. Du nimmst frische Kraft und du speicherst sie. Die Arme bilden einen Kreis. Du öffnest deinen Brustkorb weiter und du entspannst dich wieder, indem deine Schultern und deine Arme sinken. Einatmen, schöpfen. Ausatmen, schieben. Die kleinen Finger schieben nach vorne. Dort, wo der Herzmeridian endet. Und dann sinken die Arme nach unten. Versuch den Herzmeridian zu visualisieren oder zu spüren. Von der Achsel bis in deinen kleinen Finger spürst du nun eine sanfte Dehnung. Öffnest. Und schließt, während die Arme sinken, strecken die Beine sich wieder. Einatmen, beug deine Beine, setz dich etwas, schieb nach vorne. Nimm deine Arme zur Seite und während sie nach unten sinken, streck deine Beine wieder durch. Spür den Fluss dieser Bewegung. Es geht beim Qigong-Training immer um eine fließende, harmonische Bewegung, im Einklang mit deiner Atmung. Und das symbolisiert diese Übung wunderschön. Lass deine Hände dann sinken und dann starte mit der ersten Erdübung, die sich Himmel und Erde verbinden nennt. Bring deine Fäuste an deine Körperseiten. Einatmend heb deine rechte Hand über die rechte Seite und schieb sie in der Mitte des Körpers nach unten. Mach eine schöpfende Bewegung nach oben und streck die rechte Hand zum Himmel und die linke zur Erde. Nun führ deine Hände zusammen und mit dem Einatmen bring sie wieder auseinander. Ausatmend führ sie zusammen und mit dem Einatmen führ sie auseinander. Die obere Hand drückt zum Himmel, die untere in Richtung Erde. Spür diesen diagonalen Zug durch deinen Körper, speziell durch die Verdauungsorgane des Oberbauchs. Lass deine rechte Hand nach unten sinken. Atme ein, heb deine Hände, bilde Fäuste, bring sie neben den Körper. Einatmend, heb deine linke Hand nach oben über die Seite und schieb sie über die Mittellinie nach unten. Die rechte legt sich hinten auf das Kreuzbein. Atme nun ein, heb deine linke Hand nach oben und drück sie zum Himmel, während die rechte Hand nach unten drückt. Ausatmen, Hände zusammenführen, einatmen, strecken. Ausatmen, führ die Hände zusammen. Einatmen, strecken. Ausatmen, den diagonalen Zug spüren durch deinen Magen. Einatmen, drück die Hände auseinander. Schieb dich in die Länge. Ausatmen, entspanne dich. Auch die Knie strecken sich beim Einatmen und beim Ausatmen beugen sie sich. Lass den Arm dann sinken. Atme ein.
Führe Hände zum Körper und lass sie sanft nach unten sinken in die Ausgangsposition. Weiter geht's mit der zweiten Erdübung. Diese nennt sich den Vollmond anschauen. Stell dir vor, der Vollmond ist hinter dir und über dir. Du drehst dich also nach links hinten und du drehst dich nach rechts und deutest auf den Vollmond. Zurückkommend gleiten die Hände über eine gedachte Wasseroberfläche. Die Handflächen schauen dabei nach unten. Und wenn du dich mit dem Einatmen nach hinten drehst, drehen die Handflächen sich nach oben. Ausatmend in die Mitte zurück. Einatmend dreh dich nach hinten oben. Ausatmend leg deine Hände gedanklich aufs Wasser ab. Und dreh dich wieder nach hinten. Spür diese Spiralbewegung, die sich aufbaut. Die Verdauungsorgane werden dadurch optimal stimuliert. Achte darauf, dass du deine Knie nicht verdrehst. Komm dann mit den Händen in die Mitte zurück. Schau noch einmal nach rechts hinten zum Vollmond. Und komm wieder in die Mitte und entspann deine Arme und Hände bis in die Fingerspitzen hinein. Wir machen weiter mit der ersten Übung fürs Metallelement. Verschränke deine Finger vor dem Körper und wir beginnen den Himmel zu stützen. Drück deine Handflächen nach unten, heb die Arme und Hände nun über den Kopf und am Ende mach eine Drehung nach rechts. In die Mitte und lass deine Arme wieder absinken. Einatmen, verschränk deine Finger. Ausatmend, drück deine Handflächen zum Boden. Einatmen, heb die Hände über den Kopf. Dreh dich. Und ausatmen, dreh zurück und lass deine Arme wieder sinken. Einatmen, Finger verschränken. Ausatmen, drücken nach unten. Einatmen, Hände über den Kopf heben und drehen. Und mit dem Ausatmen lass dich wie eine Feder zurückdrehen und die Hände sinken wieder nach unten. Einatmen, drück nach unten, deine Schultern streben zum Boden. Und dann einatmen, heb nach oben und drehen. Mit dem Ausatmen. Zurück und lass deine Arme wieder sinken. Einatmen, ausatmen, drücken. Einatmen, Hände über den Kopf heben und drehen nach rechts. Ausatmen, zurückdrehen und die Arme sinken wieder nach unten. Durch diese Übung schaffen wir Platz in der Lunge. Geben Raum, drehen den Brustkorb in verschiedenste Richtungen, machen ihn flexibel, sodass die Lunge nicht eingesperrt ist, sondern sich entfalten kann. Einatmen, ausatmen, drück die Handflächen nach unten. Einatmen, heb sie über den Kopf, die Handflächen zeigen zum Himmel, drehen. Ausatmen, zurückdrehen. Und absinken lassen. Noch einmal ein. Spür diese Dehnung in den Armen, wenn du drückst und wenn du dich nach oben streckst und drehst. Und dann die Entspannung, wenn du dich wieder zurück bewegst in die Ausgangsposition. Die zweite Übung des Metallelements nennt sich Wolkentore öffnen. Die Wolkentore befinden sich auf dem Brustkorb. Dieser Abschnitt wird als Wolkentor bezeichnet in der Akupunktur. Daumen und Zeigefinger bilden einen Kreis. Du machst einen Schritt nach links und du hebst deine Arme über den Kopf. Du öffnest quasi die Lunge wie eine Blüte und entspannst dich. Dabei verlagert sich das Körpergewicht einmal auf das vordere Bein,
wenn du dich nach oben streckst. Und wieder auf das hintere Bein, wenn du nach unten sinkst. Einatmen, heben, öffnen der Lunge. Ausatmen, entspannen. Einatmen nach oben. Die Hände und Arme sinken nach unten, machen hinten eine kleine, feine Bewegung. Und dann komm zurück in die Mitte, wechsel die Seite, das rechte Bein steht nun nach vor, mach den Schritt nicht zu groß. Diese Gewichtsverlagerung aus deiner Körpermitte, aus deinem Dantian ist ein wichtiger Teil dieser Übung. Atme nochmal ein, heb deine Arme nach oben und spüre diese Dehnung, wie sie über den Brustkorb bis zu deinem Becken nach unten läuft. Das ist auch eine Dehnung für Lunge und Dickdarm. Beide Meridiane und Organe werden dabei gleichzeitig angesprochen. Heben und sinken. Wachse nach oben, Richtung Himmel. Und entspann dich wieder in die Erde. Atme in den Bauch, atme in den Brustkorb. Expandiere deine Lunge in alle Richtungen. Und lass dich wieder zurücksinken. Steig dann zurück in die Mitte und wir kommen zur ersten Übung für das Wasserelement und schließen damit den Zyklus ab. Diese nennt sich Niere klopfen. Leg deine Hände auf den Nieren und streif die Rückseite der Beine nach unten und dann an der Innenseite streif nach oben. Heb deine Arme und Hände über den Kopf. Lass sie sinken, führe sie nach hinten und klopf mit dem Handrücken sanft auf deine Niere. Ausatmend gleiten die Hände wieder hinten nach unten. Einatmen, komm in der Mitte hoch. Atme weiter ein, bis du ganz oben bist. Ausatmend lass deine Hände sinken und am Ende klopf auf deine Niere. Atme ein, leg die Hände auf den Rücken, ausatmend gleiten die Hände wieder nach unten und einatmend in der Mitte hoch, bis ganz über den Kopf, streck dich durch, ausatmen, Hände nach unten und am Ende klopfen, einatmen, aufrichten, Beine strecken, ausatmen, wieder nach unten schieben. Einatmend, in der Mitte hoch, Arme über den Kopf, ausatmend, sink nach unten und am Ende klopf auf deine Nieren. Spür diesen Impuls, atme ein, gleite nach unten, lass alles Alte abfließen und hol dir über die Innenseite frische Kraft. Während du dich nach oben streckst, bewegen sich deine Füße quasi in den Boden, lass die Arme sinken, klopf auf die Nieren, atme ein und streif noch einmal alles Alte und Verbrauchte aus deinem unteren Rücken ab, bevor du frische Kraft von unten nach oben ziehst. Ausatmend, sinken die Hände, klopfen auf die Nieren. Einatmen, streck dich. Ausatmen, lass dich nach unten sinken. Streck deine Arme. Die Schultern entspannen sich, die Arme sinken und klopfen. Einatmen, ausatmen, abstreifen. Lass den Kopf hängen. Am Ende der Bewegung richte dich wieder auf, streck dich nach oben, die Füße in den Boden, denken, ausatmen, entspannen, klopf auf den unteren Rücken, einatmen in den Bauch und noch einmal nach unten sinken, über die Innenseite der Nierenmeridian, der sich bis nach oben zum Schlüsselbein bewegt,
Hände nach oben ziehen und klopfen. Und dann gleiten deine Hände langsam wieder nach vorne zum Bauch und entspannen. Die Arme nach unten. Die zweite Übung für das Wasserelement nennt sich die Welle schieben. Dabei stellst du dein linkes Bein zur Seite und schiebst deine Arme nach vorne. Dies geschieht auf zwei Linien. Beim Drücken nach vorne schiebst du deine Hände auf Brusthöhe nach vor. Beim Einatmen kommen deine Hände auf Schulterhöhe circa zurück. Du schiebst also etwas weiter unten nach vorne auf Brust- oder Zwerchfellhöhe und kommst auf Schulterhöhe etwas weiter oben zurück. Ausatmen, schieb nach vorne. Einatmen, zurück. Das Gewicht auf das vordere Bein verlagern und das Gewicht auf das hintere Bein verlagern. Stell den Fuß zurück zur Mitte. Mach einen Bogenschritt nach rechts, so nennt sich diese Fußposition. Du schiebst unten nach vor und du kommst oben zurück. Der Oberkörper bleibt trotzdem aufrecht und du hast das Gefühl, die Bewegung kommt aus deinem Unterbauch, aus dem berühmten Dantian, aus dem unteren Energiespeicher. Dieser bewegt sich nach vor aktiv und dieser bewegt sich wieder nach hinten, quasi in einer passiven Bewegung. Du schiebst die Welle nach vor und dann lässt du dich von der Welle zurückschieben. Spür diesen Wechsel zwischen Aktivität und Passivität, zwischen Yang und Yin. Diese Gewichtsverlagerung von vorne und hinten. Und komm dann wieder zurück zur Mitte, bring die Hände vor deinem Brustkorb und lass sie langsam nach unten sinken. Und mach dann zum Schluss eine kleine Qigong-Abschlussmassage. Reib dazu deine Hände aneinander. Das ist vor allem dann wichtig, wenn du kalte Hände hast. Stimuliert wichtige Punkte, wichtige Meridiane in den Fingern und dann massiere dein Gesicht. Das Gesicht ist wie die Ohren. Eine Reflexzone des Körpers. Und hier hast du eine wunderbare Möglichkeit, wichtige Akupunkturpunkte und Reflexzonen zu stimulieren. Das ist auch eine gute Übung für zwischendurch, immer wieder sein Gesicht auszustreifen, es zu entspannen und über den Kopf zu kämmen mit deinen Fingern. Eine wunderbare Übung zwischendurch, zum Klären der Gedanken, wieder etwas Licht in deinen Kopf zu bringen, etwas Leichtigkeit. Streif über den Kopf und über den Nacken ab, ruhig, kräftig. Und massiere dir dann noch deine Augenbrauen, den Bereich um deine Augen herum. Hier setzen sich ja sehr gerne Verspannungen fest, vor allem wenn du am Bildschirm arbeitest oder möglicherweise zu viel auf dein Smartphone geschaut hast. Massiere nach außen. Massiere dann deine Nase. Die Nase ist der Öffner zur Lunge. Und die Lunge ist wichtig für die Energieaufnahme über die Atmung. Deshalb achte darauf, dass dieser Eingang quasi gut funktioniert. Und eine kleine Massage kann dir helfen. Auch die Ohrmassage ist eine wunderbare Möglichkeit, den ganzen Körper kurz zu entspannen, denn die Ohren repräsentieren als kleines Reflexorgan den ganzen Körper. Und du kannst einfach massieren mit deinen Fingern, Daumen und Zeigefinger, massieren von oben nach unten bis zu deinen Ohrläppchen. Und wenn du das richtig gemacht hast, dann sind deine Ohren rot und glühenförmig. Massiere dann noch deinen Nacken, indem du mit deinen Fingern nach unten streifst,
Entscheide selber, wie kräftig, so dass es sich noch gut anfühlt. Und auch hier möchten wir die Durchblutung verbessern. Bessere Durchblutung heißt besserer Energiefluss. Blut und Energie sind immer gekoppelt. Und dasselbe möchten wir im Nierenbereich, im unteren Rücken erreichen. Wir möchten den unteren Rücken etwas aufwärmen, durchbluten, energetisch besser versorgen. Und auch unser Energiereservoir, unsere Schatzkammer der Energie, die Nieren, noch einmal kurz verwöhnen. Und dann leg deine Hände auf deinen Bauch und beginn gegen den Uhrzeigersinn zu massieren. Noch einmal mit Fokus auf den Dünndarm, dieses große, lange Organ in deinem Bauch, das so viele wichtige Funktionen hat. Und dann kreis noch einmal in Uhrzeigerrichtung. Atme währenddessen weiterhin in den Bauch ein und aus, halte nicht deinen Atem an und lass die Hände zum Schluss auf deinem Unterbauch, dem unteren Dan Tien, ruhen, dort, wo die Energie sich nun sammeln sollte. Bleib für ein paar Atemzüge in dieser Position und dann kannst du in deinen Alltag gehen oder du verlängerst dir diese Nachentspannung nach eigenen Bedürfnissen noch ein bisschen.